Moin Moin. Grüß Gott. Hallöchen, Gerrit. Was habe ich denn hier? Ich habe einen wunderschönen Scheinwerfer gefunden. Und hier habe ich ja so einen Nachbauscheinwerfer reingebaut, so einen neuen. Ist ja eine S50, meine S50, wo gerade so ein bisschen noch gearbeitet wird. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob ich den wieder schön kriege, ne? Ja. So. Da ist ja so eine noch ganz okay, aber der müsste mal geputzt werden. Ist doch hier verchromt, ne? Mhm. Also nehmen wir die gute Elster Glanz Chrompflege, oder? Ja, ist auch machen verchromtes wir, ne? Teil. Muss auch verchromtes Teil. So. Die gute Original S50 Lampe. Ja. Aber ob das so eine gute Idee ist? Natürlich. Ja. Na, Gerrit, haben wir es kaputt gespielt? Guck mal, der wird kupferfarben. Ja, machst du nachher kupferfarbenes Licht? Das ist ja cool. Was sagt uns das? Mehr putzen. Ja. Bis es wieder glänzt. Aber guck mal, die Hälfte ist doch noch gut. Ja. Die Hälfte ist doch noch gut. Da können wir doch bestimmt noch mitfahren, oder? Was meinst du? Mhm. Es gibt viele, die mit solchen Scheinwerfern rumfahren. Ja, der ist doch jetzt schön sauber. Sieht man das hier? Guck mal, die Hälfte geht doch noch. Oben ist noch ein bisschen, nee, das ist unten. Unten ist doch noch ein bisschen chrom. Oben, das ist doch nicht so schlimm. Mhm. Wollen wir das mal ausprobieren? Jo. Nicht, dass es heißt, wir machen hier Tests mit dreckigen Scheinwerfern, ne? Heute soll es nämlich mal um Scheinwerfer gehen und um Leuchtmittel. Wir wollen einfach mal ein bisschen spielen mit euch. Richtig. Denn eine Frage erreicht uns unter anderem immer wieder und das ist, mein Licht ist so dunkel, muss ich mir jetzt eine Waffe kaufen? Genau. Ich habe schon alles gemacht. Ich habe neue Leuchtmittel, manche haben auch sich eine Waffe gekauft. Mhm. Und es ist trotzdem nicht heller. Oder manche, so ein bisschen. Oder manche haben ihr Moped auf 12 Volt 35 Watt umgebaut, von früher 6 Volt. Und wird denn mein Moped mit 12 Volt 35 Watt heller als mit 6 Volt 35 Watt? Kann man sofort erstmal, also die Frage kann ich beantworten, bei 35 Watt ist die Leistung der Glühbirne. Und ob die 6 Volt oder 12 Volt hat, ist der Glühbirne meist völlig egal, wenn da 35 Watt sind, sind es 35 Watt, die werden nicht mehr. Das heißt auch, das Licht wird nicht heller. Das Licht wird nicht heller. Einzige, im Standgas hat man bei 12 Volt etwas mehr Licht als bei 6 Volt, weil einfach die Leistung von der Lichtmaschine schon ein bisschen höher ist. Weil da ein bisschen mehr kommt. Mhm. Das ist aber auch so der geringste, einzige Unterschied. Und man hat bei 12 Volt weniger Probleme mit schlechten Kontakten etc., Verlustspannung, Übergangswiderstände an Schaltern, Steckern. Wenn man bei 6 Volt 2 Volt verliert, hat man nochmal 4 Volt. Wenn man bei 12 Volt 2 Volt verliert, hat man noch 10 Volt. Das ist prozentual etwas weniger. Richtig. Wir wollen uns aber heute nicht nur mit eurer Beleuchtung auseinandersetzen und den Gründen für eine schlechte Lampe, sondern wir schauen uns auch mal unterschiedliche Methoden der Beleuchtung an. Dafür bauen wir jetzt erstmal den Scheinwerfer ein. Ja. In meinen Moped. Was war denn das? Das war die richtige. So, eingebaut. Sehr gut. Soll jetzt aber einfach darum gehen, was mal der eklatante Unterschied, wenn wir hier dieselbe Glühbirne wie hier reinhalten und schauen dann mal uns das Lichtbild an, was passiert. Genau. Weil viele fahren mit sowas rum, weil es leuchtet doch vorne, da ist doch Glühlampe drin, hinten, das ist doch einfach nur, soll ja nach vorne leuchten, nicht nach hinten. Ne? Ja. Und wie wir jetzt gesehen haben, putzen, egal mit welchen Mitteln, selbst ein Lappen reicht, um den. Es reicht, mit dem Lappen auszuwischen, weil die Dinger sind innen drin hochglanzchrom. Hochglanz. Mehr als so ein Auspuff, richtig hochglanzchrom. Um so viel wie möglich zu reflektieren. Und wenn man jetzt hier putzt, und das wird so leicht silbrig matt, ich habe auch schon welche gesehen, die haben sich die mit Silberspray oder sowas oder mit Chromspray nachlackiert. Das Chromspray, wenn das trocknen wird, wird auch so matt. Es wird kein Glanz. Und matt kann nicht gut Licht reflektieren. Das ist ein eklatanter Unterschied. Aber das zeigen wir euch gleich mal. Dementsprechend haben wir aber auch uns mal ein paar Glühbirnen, Leuchtobst, Leuchtmittel ausgesucht. Die herkömmliche 35 Watt Lampe. Die ganz einfache. Gut, die könnte mal sauber gemacht werden, so wie die aussieht. Warte, ich nehme Elsterglanz. Ja.
Genau, das ist unser Referenzlicht. Genau, das Standard Simson Referenzlicht wird das werden. Das werden wir als erstes einmal in beide Fassungen bzw. beide Lampenschirme mal reinhalten und gucken uns bei beiden einfach mal das Bild an. Dann haben wir hier verschiedene mal Systeme. Xenon von einschlägigen Günstigportalen besorgt. Ich nehme mal die Kabel weg. Ja, da haben wir hier als allererstes einmal extrem günstig, denn hier kauft man eigentlich im ersten Schritt für, ich glaube, 8 Euro irgendwas. Das auch zu sehen. Nur diesen Brenner und ein Stück Kabel. Was dann noch dazu kommt, ist dieses Teil. Das muss man dann nochmal extra kaufen. Das ist für eine Xenonlampe ultra wichtig, weil eine Xenonlampe muss mit Hochspannung gezündet werden. Das, eine Xenonlampe ist nichts anderes wie ein Gaskolben, wo oben und unten ein Elektrode drin steckt und dazwischen ist Gas, Xenongas. Und das muss gezündet werden, wie eine Leuchtstofflampe. Und gezündet wie eine Zündfunken wird nur mit Hochspannung. Hier haben wir eine Zündspannung von, vielleicht steht es drauf, ne, hier steht es natürlich nicht drauf. Doch, 25 kV. 25.000 kV macht dieses Teil. 25.000 Volt, weil kV ist ja Kilo. Also 25 kV sind 25.000 Volt. Als Zündspannung. Da fließt irgendwie Strom, aber als Zündspannung. Problematisch wird es hierbei, bei der Simson. Diese Zündspannung braucht erstmal Pulsenergie. Und da werden 35 Watt von der Lichtspule nicht reichen. Ich kann diese Xenon-Lampe nur über Batterie laufen lassen, weil die Batterie hat genug Energiereserve, um erstmal die Zündung zu generieren. Klemme ich so eine Xenon-Lampe normal ans Licht an, wird die so ein bisschen, wenn überhaupt, aber die wird nicht durchzünden können. Die kann nicht zünden, die funktioniert nicht. Ja, jetzt haben wir die verschiedenen Xenon-Varianten. Ja, wir haben ganz billig, so bisschen nicht ganz so billig, fast nicht billig. Und hier mal fast die Profi-Qualität. Das Gerät hat nämlich sogar Aufblendlicht, Abblendlicht mit einem Shutter. Also einfach eine Klappe, die auf und zu geht. Und den Schirm. Und wirklich den Schirm fürs Abblendlicht, damit ich hier beide Abblendlicht und immer nur nach oben abgestrahlt, damit der Reflektor das Licht wieder auf dem Fußboden leuchtet. Genau. Das fehlt bei diesen drei Modellen komplett. Hier vollständig. Das heißt, wir haben an dieser Version eine ganz einfache, volle Aufblendlicht. Genau. Und das Aufblendlicht ist dann im Prinzip hier in zwei Stufen unterteilt. Einmal in nicht ganz so hell und einmal in hell, hell, hell. Und das mit einer der Gründe, warum diese drei grundsätzlich erstmal im Straßenverkehrsbereich nicht zugelassen sind. Weil die blenden immer, nur halt mal weniger blenden und mal mehr blenden. Die Lampe kann man halt in der Leuchtweite regulieren, weil man einmal nur auf dem Boden leuchten kann für Abblendlicht. Deswegen heißt es ja abgeblendet. Und für Aufblendlicht geht die Klappe auf, dann wird die auch noch die zweite Seite freigegeben. Dann kann die Lampe voll strahlen. Ja. Dann haben wir 10, 20 Meter mehr. Aber nichtsdestotrotz ist auch diese Lampe wieder nicht zugelassen. Schönen Aufkleber hat sie. Oh ja, schöner Aufkleber. Ob der wohl echt ist? Ich wage es zu bezweifeln. Für den Preis garantiert nicht. Dann haben wir noch High Class, ne? Dann haben wir hier die erste und einzige zugelassene LED für Kfz. Und die Betonung liegt hier auf Kfz, denn für PKWs geht das Ganze und da wiederum auch nur ganz bestimmte. Für unsere Mopeds ist es nach wie vor nicht zugelassen. Die hat Gleichstrom, allerdings hat die nur, ich weiß gar nicht, was die für eine Stromaufnahme hat. Es sind, glaube ich, 19 Watt steht hier. Und die wird auch beim Zünden braucht die nicht mehr, sondern die braucht ja einfach nur an. LED, wissen wir, ist wirklich energiesparend. Und die holt aus diesen 19 Watt ungefähr, glaube bis zu 100 Watt herkömmlich her. Oder sogar, hier steht sogar 200% ne? drauf. 200% mehr Licht. Ja. Also theoretisch um die 100 Watt Halogenlicht. Mhm. Und wir testen das heute einfach mal etwas unprofessionell mit unserem genormten Stativ. Ja, wie immer. Ihr seid es ja nicht anders gewohnt. Genau. Und damit ihr das besser sehen könnt, gehen wir natürlich ins Dunkel auf die Straße. Richtig. Und dort zeigen wir euch ein paar Bilder, wie das Licht jeweils aussieht. Und ich würde sagen, wir packen zusammen und auf geht's, ne? Genau, bevor es trocken wird. Abblendlicht. Alter, Verwalter, ey, so. Geil.
Das ist aber ein schöner Abstand, steht schon gut. So, einmal. Nur erstmal zum Testen. Was wir jetzt machen hier. Guck doch mal den. Oh. Das ist schon gewaltig, ne? Ein Kraniche. Alter Verwalter. Warte mal. So, das ist der gute. Wechsel mal. Ja, nicht ins Licht gucken. Das ist der schlechte. Das sind beides dieselben Reflektoren, ne? Ja. Wenn man betone. Nur einer ist abgenutzt, einer nicht. Dann auf zum nächsten. Auf zum nächsten. Abblendlicht. Genau. Mach mal Licht aus. So. Was haben wir jetzt, Gerrit? 12 Volt, 35 Watt. Aha, sieht genauso aus. Ne? Nein. So, probieren wir mal den guten Reflektor. Und siehe da. Wieder Sito. Ist schon wieder gleich. Oh, guck mal, der passt sogar hier. Ja. Gleich ganz anderer Unterschied, ne? Das ist natürlich jetzt immer die Frage, wie kriegt man denn hier, wie er sitzt am Reflektor? Wenn man das Licht jetzt sieht, das ist doch der Hammer, oder? So, bevor ich jetzt das Licht ausmache, damit wir noch ein bisschen was sehen. Wir haben hier jetzt das billige Ding. Die billige? Die kann man natürlich nur so ungefähr da reinhalten. Wir haben jetzt auch keine Leuchtwerteneinstellung, weil wir wollen einfach mal ungefähr zeigen, was so Halogie, was Xenon Nachbau anrichtet, auch von der Blendwirkung her. Ich versuche jetzt mal, dass er mir nicht um die Ohren fliegt. Ich habe so ein bisschen Schiss. Passt auf mit so einem Brenner. Ja. So, das war jetzt... Ist ans Gehäuse gekommen, ne? Hast du es gehört? Ja. Alle anderen auch. So, mein Hase. Ja. Jetzt wird es so langsam heller. Ja, ich sehe gar nicht. Alter. Das ist natürlich ein Monsterlicht. Ich versuche gerade mal irgendwie eine Einstellung zu finden. Ja, versuch mal. Aber was man jetzt schon sieht, es blendet überall hin. Ja. Es ist kein Abblendlicht, es ist ein volles Fernlicht. Wir haben natürlich, ich kann je nachdem, wie ich die Birne jetzt hinhalte, wir haben natürlich jetzt den defekten Reflektor, ne? Ja. Genau. Ist ein Monsterlicht. Deine Lampe, deine Kamera leuchtet die Hölle. Guck mal, wir leuchten um die Bäume an. Ja. Das sieht man auf der Kamera leider nicht so. Mal rauszuziehen, ohne mich selber zu blenden. Bleibt mal hinter dem Schatten. Jetzt nehmen wir mal die guten Reflektor, Alter, das ist wehgetan. Und wie man sieht. Auch hier wieder. Ah ja. Guck mal, wenn man in den Reflektorbereich kommt, ich brauche ein bisschen reingucken. So. Dann kommt man auf die Straße, aber das ist ein gutes Aufblenden. Ja. Tatsächlich. Allerdings auch überhaupt nicht für diese Streuscheibe geeignet. Und wenn man jetzt mal guckt, es blendet hier unten, es blendet hier oben gleichermaßen, ja. Es ist nicht tauglich fürs Mappen. Jetzt schau mal da hinten, du leuchtest wieder die Bäume an. Du leuchtest alles an. Versuch jetzt mal die schönen Pegel. Ich kann jetzt die Brennweite einrichten, mit rein und rausziehen. Wenn ihr das hier verbaut, dann ist das ja fest verbaut, dann kann man auch die Brennweite nicht einrichten. Ne? Richtig. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera so gut sieht mit den Bäumen. Ich werde sonst mal ein bisschen aufhellen, dass man sieht, dass es da leuchtet. Dass sich das Licht dort bewegt. So, und jetzt eine Preisstufe höher. Obwohl, ich muss ja sagen, die hat an sich vom Licht her war okay. Ja. Ne? Also von der Helligkeit her. So, was hast du mir denn hier gekauft? Okay. Die Adapterringe brauchen wir jetzt nicht. Nee, genau. Das ist der nächste Clou an der Geschichte. Hier sind so Adapterscheiben dabei, damit man das passend auf seine Fassung bekommt. Auch das, ganz ehrlich, höchst bedenklich. Das ist ja auch noch nicht so aua, ne? Ich habe halt nur aua Angst. So. So. Wie die Lampe größer wird. Ne? Ja. Genau. Ja, auch hier wieder dasselbe Spiel. Wir haben kein Abblendlicht. Es ist dauerhaftes Fernlicht in zwei Stufen.
Noch mal was gucken. Wenn sie dreht. Ne, siehst du? Passiert nichts, ne? Allerdings werden jetzt, habe ich das Gefühl, entweder sehe ich nichts mehr, weil ich so viel reingeguckt habe. Nein, die Bäume werden auch immer noch. Aber nicht ganz. Ja, mal gucken, das ist ja auch der schlechte Reflektor. Mhm. Jetzt kommt der gute Reflektor. Das ist natürlich ein wesentlich besseres Lichtbild. Allerdings muss ich sagen, die strahlt etwas weniger. Ja. Das ist die Preiswerte. Jetzt steigen wir eine Stufe hoch, eine kleine Stufe. Und nehmen uns hier den weißen Karton. Mal gucken, ob wir da was hinkriegen. Ja. Mit Sicherung. Mit Sicherung. Das ist natürlich schon mal, ne, wenigstens so dafür eine elektrische Kiste, eine Blechkiste. Und wenn die durchschlägt, tut es auch wieder weh. Ne? Mhm. High Voltage überall, haben wir gerade gehört. Also, ne, High Voltage. Aber stopp, Gerrit. Da steht Made in Germany drauf. Oder nee, nicht Made in Germany. Germany Technologie. Genau. Das ist natürlich auch schöne Verarsche, ne? Richtig. Weil German Technologie, das heißt, dass Xenon irgendwann mal in Deutschland entwickelt wurde. Aber mehr auch nicht. Mehr heißt das nicht. So, was muss ich denn hier anschließen? Die beiden? So, die mit Sicherung. Und da musst du mal jetzt schon drauf achten, die flackert. Die kriegt, die ist blau und weiß und blau und weiß. Nicht. Ja, die Lichtfarbe ist sehr blau. Ja. Sie haben eine völlig andere Lichtfarbe. Ja. Und sie flackert. Jetzt wird sie gelb, orange. Mach mal deinen Scheinwerfer drauf. Achso. Besser. Ja, guck mal, an den Rändern ist er orange. Ja. Also jetzt zittere ich wie Sau. Ich hab auch ein bisschen Schiss. Versuch mal weniger zu zittern. So, Brennpunkt wählen. Will ich das jetzt so zittern? Kein schönes Licht. Aber wechseln wir mal zum Guten. Heller. Ja, definitiv. Und wieder, es blendet, egal, der Auto die Kamera jetzt hochhalte, ganz hoch und ja. Ganz runter. Und da natürlich noch umso mehr. Ja. Das ist nix. So, mal gucken. Ich gehe jetzt schon mal nach oben. Aua, das Zünden tut immer weh. So, und die hat jetzt Abblendlicht. So. Ja. Jetzt sieht man hier, man hat ein Abblendlicht mit dem defekten Reflektor. Oh ja. Ist nicht schön, ne? Ist nicht doll. Ja, auch genau. Wieder schwarzer Punkt in der Mitte. Ja. Also ich habe jetzt schwarze Punkte, weil aber das liegt daran, dass ich so oft ins Licht geguckt habe. So, ich versuche jetzt mal, das mir zu schonen. So, jetzt habe ich ja keine Batterien mehr dran. Ja, guck mal. Jetzt haben wir noch High Class. High Class. Und die guten Osram Nightbreaker. Nur mal ganz kurz so nebenbei, das Paar kostet 140 Mäuse. Also überlegt euch das, ob ihr damit rumspielen wollt. So, du hast gesagt, dir ist es egal. Mir warum, ist es, ne? Egal, ja, ja, einfach machen. Treffer. So, wie rum kommt die rein? Rechts, links, sagst du? Rechts, links, genau. Bist du sicher? Ja, ganz sicher. Okay. Dann zünden. Muss die auch warm werden? Die muss nicht warm werden, glaube ich. Alter! So. So, jetzt ist es so, ist es gerade und im Streufeld. Alter Verwalter, und das ist der defekte Reflektor. Das ist der defekte Reflektor, richtig? Das ist schon gewaltig. Das ist ein weißes Licht. Gewaltig. Wenn man das jetzt sieht. Ja. Das andere eben war alles so blau, manchmal ein bisschen gelb, aber eher blau-grün. Ja. Jetzt habe ich ein weißes Licht. Und das ist der defekte Reflektor. An sich ist das Licht schon Porno, wenn ich das so sagen darf. Jo. Ich versuche mal noch ein bisschen mit Streuweite zu spielen, ja, so wird es schlechter. So ist eigentlich, so ist optimal, so wie man es reinhält. Genau. So, wollen wir uns das jetzt mal mit einem guten Reflektor angucken? Nee, jetzt wartest du ganz kurz. Jetzt gucken wir nämlich einmal von vorne. Und jetzt sind wir auch wieder so auf Auto-Augenhöhe. Es blendet nicht. Kommen wir richtig. Natürlich tiefer. Also die Bäume sehe ich auch nicht da oben, muss ich ehrlich sagen. Ja. Hier ist es natürlich jetzt kerzschön, also in der Mitte ist es extrem hell, rechts und links ist aber auch gut ausgeleuchtet. Ja. Und ich habe zwar einen dunklen Fleck jetzt gefühlt in der Mitte, aber der ist halt nicht so dunkel, dass ich nichts sehe. Mhm. Ich sehe was. Gut, das mag jetzt vielleicht auch ein bisschen mit daran liegen, dass... vielleicht auch noch am Reflektor. Ja, und dass du ne, so, pass mal auf. Von der Hand spielst und wir das nicht fixieren können, leider. Ja, ja, jetzt sind wir ein bisschen zu tief mit unserer Lampe, glaube ich.
Und, ach so, der Lüfter brummelt an der Hand. Ich habe gerade gedacht, was vibriert denn hier? Hier ist nämlich ein Lüfter hinten drin. Ja. So. Das sieht auch schon wieder ganz anders aus. Jetzt hat man in der Mitte auch noch ein bisschen heller. Jo. Aber ehrlich, also gefühlt fast gleich hell, ne? Ja, nee, ist schon eine Nuance heller, aber also ist schon noch, ja, okay. Sieht man leider nicht, sieht man auch nicht ganz so gut, aber ich finde, dass man auch die Seiten ein bisschen besser ausgeleuchtet hat bei dem Reflektor stimmt, jetzt. Stimmt. Das muss ich sagen, man hat die rechte Seite, ja, sieht man noch deutlicher besser. Nicht nur da, sondern auch außerhalb des Lichtkegels, hier wo ich jetzt stehe, ist es deutlich besser ausgeleuchtet als bei dem kaputten Reflektor. Ja. Und blendet nicht so lange natürlich, bis wir runterkommen. Da soll ja Licht sein. Richtig. Und auf der Straße ist ein herrliches weißes Licht. Nicht irgendwie verfälscht von der Farbe. Ich gucke noch mal ganz kurz den. Ich will noch mal ganz kurz was sehen, weil. Ja, doch, hier hat man wesentlich schlechteres Ausgleichen vom Licht. Also es streut ein bisschen. Ja. Was haben wir jetzt gesehen? Wir haben viel Licht im Schatten gesehen. Wir haben viele Experimente gesehen. Das wichtigste Experiment für uns ist jetzt aber tatsächlich 6 Volt, 35 Watt zu 12 Volt, 35 Watt hat im Lichtergebnis fast eigentlich gar keinen Unterschied gemacht, es sei denn, die Batterie ist halt, die 6 Volt Batterie hat ein bisschen weniger Bums gehabt jetzt als die 12 Volt. Wichtig ist die Erkenntnis für uns und ich hoffe für euch auch, mit dem alten Reflektor gewinnt ihr kein Land. Das ist jetzt ein guter alter Reflektor. Noch bessere Ergebnisse hat man mit einem Nagelneuen. Wir wollten jetzt Nagelneuen nicht zerstören. Nicht zum Spielen. Und wir haben auch keinen S50, weil wir wollten schon dieselben Reflektoren da haben als Referenzwert. Wenn ihr schlechtes Licht habt, holt euch als allererstes eine neue Scheinwerfer, neuen Lampengehäuse. Und wer jetzt, wir haben jetzt auch gezeigt, putzen ist ganz schwer. Eigentlich macht man es damit viel, viel schlimmer, als Feuer ist. Höchstens Staub auspusten. Ein bisschen das Glas vorne kann man von innen reinigen. Da ist manchmal Staub drin, das geht auch. Wer jetzt auf Originalität setzt und hätte gern den alten DDR-Scheinwerfer mit den alten Nummern, da gibt es noch eine Möglichkeit. Das Glas ist eingeklebt, löst es vom Reflektor, nehmt euch vom neuen Scheinwerfer, manchmal gibt es die Reflektoren auch einzeln zu kaufen und klebt diese wieder mit einem guten Kleber ein. Dann habt ihr ein DDR-Glas, sauberes, das könnt ihr gleich putzen von beiden Seiten und einen neuen Reflektor. Dann habt ihr auch wieder sehr gute Ergebnisse. Haben wir bei der RT gemacht. Haben wir bei der RT gemacht, weil es nämlich da gar keine Scheinwerfer für gibt. Genau. Ansonsten für Schwalbe, Simson etc. gibt es auch ganz viele neue in der Größe von Louis, von sonst woher, bei allen Online-Shops. Mit Zulassung. Mit Zulassung, mit E-Prüfzeichen. Also auch das ist ja wichtig, dass man da neue Scheinwerfer mit Zeichen hat. Und die sind hervorragend. Also, Fazit, es muss nicht immer gleich eine Waffe sein. Tauscht erstmal euren Reflektor aus, manchmal bringt das mehr. Und dann sehen wir uns demnächst wieder und schönen Abend euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüssen. Abo nicht vergessen.